Moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution Online. Und wir starten hier und heute mal von einer anderen Position, und zwar vom Login. Und wie ihr seht, hat sich das ein bisschen verändert. Die es schon aktiv zocken, werden es wahrscheinlich schon kennen. Und ich habe jetzt eine Woche nicht gezockt und dann gab es jetzt mal wieder eine neue Version. Die muss man ja jedes Mal komplett neu runterladen, also man löscht die andere weg und lädt eine neue runter. Und diesmal ist es irgendwie eine Carpador-Edition. Seht ihr hier? Springt der Carpador direkt in den Vulkan. Selbstmord Carpador. Und ja, wir loggen uns mal rein. Ich weiß nicht genau, was das jetzt für Veränderungen hat. Was mir bloß eben direkt aufgefallen ist, wir haben hier einen 5% XP-Bono und Wild Charmanders Gürtel in Bulbasaur-Bonus. Also wir haben 5% XP-Bonus und Wild Charmander Gürtel und Bulbasaur haben eine Chance von 5% to be a clone. Was ich nicht verstehe. Ich weiß nicht. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, niemand will einen scheiß Charmander klonen oder was auch immer haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das eine 5%ige Chance ist, oder 5% höhere Chance ist, als normal die zu finden. Yo, wahrscheinlich liege ich voll falsch. Wahrscheinlich ist es irgendwas hier. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was bedeutet One Year Anniversary. Was bedeutet Anniversary? Weil es wäre ja richtig scheiße, wenn es ein Klon ist und der verschwindet nach einem Jahr. Kann das sowas bedeuten? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall wollen wir jetzt nochmal ein bisschen trainieren, um in der nächsten Folge den Arena-Leiter zu... ja, zu zerbersten, würde ich sagen. Wir haben ja schon... wir sind ja schon einmal gegen ihn angetreten. La, fuck, ey. Leider können wir hier die Trainer immer noch nicht wieder besiegen. Was ziemlich nervig ist, weil das Trainieren hier doch relativ mühselig ist. Gucken wir mal, ob wir doch noch welche finden, die wir vielleicht noch machen können gerade. Können wir den hier vielleicht schon wieder? Nö, auch nicht. Dann können wir die hier sowieso vergessen. Ich glaube, am Strand können wir vielleicht ein, zwei Trainer nochmal machen. Ja, schon besser als nichts, weil da oben ist halt richtiger Müll zum Trainieren. Das kann man voll vergessen. Damit kommen wir gar nicht voran. Cruisen hier mal wieder mit unserem Bicycle herum. So, der will auf jeden Fall auch noch nicht. Die auch nicht. Aber ich glaube, die da unten haben wir zwei, drei, die wir schon direkt gemacht hatten. Ja. Die hatten wir nämlich schon vor 2 Wochen gemacht. Deswegen können wir gegen die wieder kämpfen. Sucker Punch. Na gut, aber die sind auch nicht mehr stark genug, um einem wirklich was... vom trainingstechnisch her hier großartig was zu reißen. Vor allem mein Dictry frisst die Erfahrung wie sonst was weg. Wie viel Erfahrung braucht er noch? 14.000 noch, Alter. Bob. Alles klar. Ich glaube, ich entwickle Mudkip auch noch für den nächsten Kampf. Weil es sonst einfach zu lästig wird. Bis wir da den Arena-Leiter besiegen können. Zu lästig. Rock Throw. Hm. Hat jetzt ja nicht so viel gebracht. Surfer? Bringt Surfer mehr? Ne, Surfer hat gar nicht getroffen. Nochmal. Oh yeah. Oh yeah, I like the shit. Oh yeah. Amazing.
Juhu! Whirlpool gelernt. Whirlpool werde ich sogar mir sogar mitnehmen, weil... Okay. Und die Entwicklung haben wir auch mitgenommen. Ich glaube, dann können wir jetzt auch die Arena machen. Das dürfte jetzt klappen. Jo, verpiss dich. Oh, nö. Packen wir nochmal Pusheena nach vorne. Eigentlich wollte ich ja alle auf 30 bringen. 95 Leben schon. Vergleich das mal mit Diktri. Diktri ist eine Zweierentwicklung. Müsste eigentlich viel stärker sein als der. Ist er aber nicht. Das ist er aber nicht. Voltorb. Oh, one hit, one kill. Ah, Pusheena bringen wir noch nicht aufs nächste Level. Bringen wir noch nicht, entwickeln wir noch nicht. Das wollte ich sagen, sorry. Bringen es vielleicht aufs nächste Level, aber... Ja, wir bringen, lass es uns noch, auch noch kurz auf 30 bringen. Aber wir werden es... noch nicht entwickeln. Bei dem warten wir echt noch ein bisschen länger. Oh, mit den Level 14, dann kommt man ganz gut voran. Weil wenn hier immer nur schöne Voltorbs kommen, dann ist das auch ein ganz guter Ort zum Trainieren. Bloß, ich hatte jetzt eine lange Zeit immer nur anderen Müll hier an der Stelle. Und vor allem bringen die natürlich fürs Diktrio und Diktri, Kadabra und so, da bringen die selbst die Voltorbs nichts. So, jetzt brauche ich noch einen Voltorb. Ne, jetzt brauche ich sogar egal was und das wird reichen. Und dann treten wir noch einmal in der Arena an. Ja, sauber. Trifft auch wieder direkt, ohne dass er sich von der Paralyse beirren lässt. Nope, die Entwicklung wollen wir noch nicht durchführen. Bären hier nochmal mitnehmen. Ach gut, wir haben natürlich jetzt auch den 5% EP-Bonus. Das bringt natürlich nochmal was. So, aber wir haben jetzt auch schon einmal gegen den Arena leider verloren. Somit verlieren wir jetzt auch kein Money mehr bei dem. Dass das Ganze ein bisschen entspannter macht. Ich würde sagen, wir gehen mit Diktri ran als erstes. Wie war das jetzt hier? So, und jetzt? Genau, so haben wir schon. Und dann machen wir Diktrio. Diktri. Muss das Ding am Anfang reißen. Ich will mir noch einmal kurz die Attacken angucken. Was wäre am geeignetsten? Ground, Bulldozer, Earth Power. Ja, mal Bulldozer die ganze Zeit. Oh, Sturdy. Nur deswegen darf er noch eine Runde.
Das Gute ist, dass Diktri natürlich wirklich, wirklich schnell ist und sich noch schneller macht durch Bulldozer. Guck, sonst hätte er jetzt wieder als Zweiter angegriffen, hat er aber nicht mehr. Oh yeah. Oh yeah. Schade, das ist eine ätzend, aber wir haben trotzdem jetzt zwei Chancen oder viele Chancen, ihn zu besiegen. Eigentlich scheißegal, was wir einsetzen. Es muss nur ein durchkommen. Genau. Und jetzt Rock's Row. Ja, danke, dass ich direkt eingefriest bin. Ganz ehrlich, nö. Lass ich nicht mit mir machen. Ich hau jetzt. Wo ist. Hab ich nur noch Super Potion? Willst du mich verarschen? Max Potion, hier. Auf, ist mir egal. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier die ganze Zeit eingefriest bin. So, was haben wir denn noch hier? Dann hauen wir als letztes nochmal den Kadabra raus, der ist schön schnell. Und Psystrahl. Jo. Jo, gewonnen, Leute. Wir haben den nächsten Orden gegen Watson. Jetzt würde ich sagen, wir hätten eigentlich den gar nicht entwickeln brauchen. Schade, jetzt habe ich den zu früh entwickelt. Weil wenn man... Man sollte wirklich immer versuchen, so spät wie möglich. Weil jetzt braucht er... Jetzt braucht er einfach mal 22.000, wo er vorher vielleicht noch... Weiß ich nicht, 12.000 Erfahrungen oder was gereicht haben. Und das ist halt einfach ein fucking Weltenunterschied. Naja. Ist nicht so schlimm. Dick Trio ist schlimmer. Der braucht, glaube ich, noch mehr. Aber wir werden es überleben. So. Was ist denn das hier? Okay. Sieht nach einer Elektrobarriere aus, die nicht länger arbeitet. Hm. So, wohin laut Map, wohin sollten wir jetzt als nächstes wohl gehen? Da links ging es nicht weiter, nach oben konnten wir nicht durch. Aber jetzt kommen wir durch, weil wir den Orden haben. Somit würde ich sagen, ist das hier der richtige Weg für uns. Und Pushyena darf weitermachen. Interviewer Gabby und danach kommt der Kameramann. Warte mal, Enzorenz war noch stärker, ne? Enzorenz 60, Byte auch... Ne, beides 60. Aber Byte hat den Vorteil, dass es oft den Angriff abschneidet beim nächsten... beim gegnerischen Pokémon. Somit nehme ich lieber Byte. Es fainted. Wunderbar. Machen wir den Kameramann hier auch noch. Enzoran. So, gut, one hit. Und Level 31 für Pushyena. Nope, keine Entwicklung. So, Leute, ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dieser Folge. Wir haben unseren, warte mal, das können wir nochmal kurz abchecken, welchen Orden? Den dritten Orden in Höhen. Und, ja, ich würde sagen, so kann's weitergehen. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir schon in die nächste City kommen, ob wir schon zum nächsten Orden kommen, was da so auf uns wartet. Wenn ihr wieder mit dabei sein wollt, dann, meine Freunde, dann
lasst ein Abo da, um nicht zu verpassen, und gebt dem Video einen Daumen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann weiß ich, dass ihr mehr davon sehen wollt. Und ich sage erstmal, bleibt stabil und haut da rein!